Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frosch TV. Heute behandeln wir die Lyrik im Deutschen. Was ist eigentlich die Lyrik? Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Lyrik sowohl nicht episch als auch eine nicht dramatische Dichtung ist. Lyrik kommt von dem griechischen Wort Lyra, was Leier bedeutet, beziehungsweise Lyrikos zum Spiel der Lyra gehörend. Das auffälligste Kennzeichen der Lyrik ist die Gliederung und Verse. Die Lyrik hat eine lange Geschichte, die ich hier leider nicht erwähnen kann. Kommen wir nun zu den Kennzeichen der Lyrik. Die Lyrik gilt als die subjektivste aller literarischen Gattungen, da der Autor sehr distanziert ist. Es gibt ein sogenanntes lyrisches Ich als Vermittlungsinstanz. Die Lyrik ist nicht unbedingt an einem Versmaß erkennbar, da auch freie Verse und Rhythmen in modernen Texten bestehen. Wichtig für die Zuordnung eines lyrischen Textes ist Folgendes: Bildhaftigkeit, Assoziationsreichtum, Stimmungshaftigkeit, relative Kürze, Abweichungen von der Alltagssprache und noch vieles mehr. Außerdem auch rhetorische Mittel und ein Rhythmus. Kommen wir nun zum nächsten Punkt der Verslehre, auch Metrik genannt. Das meint die Erfassung der bindenden Regeln der Verssprache und des Versbaus. Es umfasst sowohl die rhetorisch-stilistischen Mittel als auch die Regeln der Silbenfolge. Metrische Grundeinheiten sind der Versfuß und der Vers als rhythmische Einheit. Die Silbe ist der Baustein des Verses. Die deutsche Metrik orientiert sich am dynamischen Akzent, und zwar betonte und unbetonte Silbe. Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich der Reim. Er verbindet Teile eines Gedichtes und wirkt ordnend. Es können einzelne Konsonanten bzw. Vokale oder ganze Wörter gleich klingen. Ein Startreim ist ein Lautreim und dabei klingen anlautende Konsonanten gleich. Wohingegen beim Endreim, das ist der Silben- bzw. Wortreim, zwei Wörter am Ende zweier Verse sich reimen. Nach dem Klang unterscheidet man zwischen männlicher und weiblicher. Und zwar männliche Hebung und weibliche Senkung. Zu dem Endreim gehören der Kreuzreim, der Paarreim, der Schweifreim, der umarmende Reim, der verschränkte Reim, der Schüttelreim und der Kehrreim. Und nun kommen wir zum Versbau. Nun, zum einen ist der Versfuß sehr wichtig beim Versbau. Er besteht aus einer betonten Silbe, Hebung und einer oder mehrere unbetonten Silben der Senkung. Der Takt ist die kleinste metrische Einheit des Metrums, wohingegen das Metrum die Abfolge von betonten und unbetonten Silben regelt. Und zuletzt der Vers ist eine von einem bestimmten Rhythmus getragene Zeile innerhalb der gebundenen Rede. Nun habe ich hier noch ein paar von den Arten im Versbau, sind aber nur ein Auszug davon. Der Jambus, den erkennt man an der Abfolge von unbetonte und betonte Silbe. Anapest wäre unbetont, unbetont, betont. Dactylus ist betont, unbetont, unbetont. Und Trocheus betont, unbetont. Vielen Dank für das Zusehen. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns gerne auf unseren Blog schreiben oder besucht uns doch einfach in Facebook.